Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier in der Buchhandlung Moser, der ich auch an dieser Stelle danken möchte für die Gastfreundschaft, dass wir hier den Salon der kleinen Zeitung durchführen können. Ich möchte Sie alle zu diesem spannenden Abend begrüßen, natürlich auch unsere Zuseher, unsere User, die wir Livestream zugeschaltet sind. Ich hoffe, dass es für uns alle ein spannender Abend wird, wo wir interessante Fragen diskutieren, wo wir aber sozusagen auch das Motto Dialog über unsere Diskussion, über unser Gespräch stellen und ganz einfach die unterschiedlichen Positionen versuchen, besser herauszuarbeiten und besser sozusagen zu begreifen. Damit möchte ich gleich mit Ihnen anfangen und mit einer pointierten Frage, und zwar: Der Islam, ist das für Sie eine Religion des Friedens oder ist der Islam eine Religion des Krieges? Beides. Aus dem Islam kann man selbstverständlich viel Potenzial für Frieden herauslesen, aber auch viel Potenzial für Gewalt und Ausgrenzung. Denn der Islam ist über einen langen Zeitraum entstanden. Es gab auch zwei Phasen im Leben des Propheten. In den ersten 13 Jahren, das beschreibe ich ausführlich im Buch, hat er eine friedliche Botschaft gepredigt. Das war in Mekka? Das war in Mekka. Er hat Toleranz, Zusammenleben, Geduld und er hat sogar seinen Anhänger empfohlen, auf Gewalt nicht mit Gewalt zu antworten. Und diese Passagen aus der mekkanischen Zeit sind im Koran. Und das lesen Muslime. Und viele interpretieren das alles eine friedliche Botschaft. Danach gab es aber eine Auswanderung von Mekka nach Medina. Mohammed hatte dort eine Gemeinschaft gegründet und eine Armee und eine Ökonomie, die auf Krieg basiert war. Er und seine Kämpfer in Mekka hatten keinen Job, in Medina hatten keinen Job, außer Kriege zu führen und von Kriegsbeute zu leben, von Überfallen von Karawanen zu leben. Und er verwickelte sich in dieser Logik. Am Anfang hatte er eine Kriegsethik entwickelt, die in der Tat für die damaligen Verhältnisse sehr angenehm war. Er hat seinen Anhänger am Anfang gesagt, sie sollten keine Kinder töten, sie sollten keine Frauen töten, sie sollten keine Älteren töten, sie sollten sogar keine Bäume abschneiden und nicht über Nacht Menschen überfallen. Aber dann, als der Krieg raison d'être oder Herzstück seiner Gemeinschaft wurde, spielten diese Grundsätze keine Rolle mehr. Früher hatte er empfohlen, Kriegsgefangene gut zu behandeln. Später ließ er sogar Kriegsgefangene enthaupten. Und das ist das Problem, dass man aus dem Koran alles herauslesen kann, dass die Salafisten und die Terroristen und die gewaltbereiten Islamisten berufen sich auf die zweite Phase und sagen, das ist eigentlich das endgültige Manifest des Islam, wenn der Prophet sein Leben damit beendet hatte, dass er auf dem Schlachtfeld Kriegsbeute gemacht hat und von Kriegsbeute auch gelebt hat, dann muss es der wahre Islam sein. Herr Bagashati, Sie schütteln den Kopf. Bitte erklären Sie uns Ihre Position oder wie Sie eben diese beiden Phasen in Mohammeds Leben sehen. Sehr gerne. Zuerst einen schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung. Assalamu alaikum. Friede sei mit euch und mit uns allen. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Gnädigen. Das sind die Wörter, die jeder Muslim und jede Muslimin ihr Tag anfängt und mehrmals, mindestens 17 Mal am Tag auch wiederholt. Das heißt, die Barmherzigkeit und Frieden ist kein Thema, die ein Zufallprinzip im Islam war und kein Thema, die nur die mekkanische Zeit betrifft. Und hier fange ich an, da wir in einer Buchdiskussion uns befinden, auch meine Hauptkritik an dem Buch. Der Herr Abdus Samad zählt darauf leider,
dass die meisten sich nicht die Mühe machen werden, den gesamten Koran zu lesen und mekkanisch und medinesisch zu unterscheiden. Die als Beispiel, die Aussage, die wir immer verwenden, wir österreichische Muslime, aber auch weltweit im Sachen interreligiösen Dialog. Ja, ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila. Ich übersetze, o ihr Menschen, wir haben euch von Mann und Frau erschaffen und von verschiedenen Völkern gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Dieser Paradesatz, Paradevers, steht nicht im mekkanischen Koran, sondern in Surat al-Hujurat, in Gemächer, in medinesischen Koran. Viele andere, la ikraha fi din, kein Zwang in der Religion, ist in der zweiten Sura, in medinesischen Koran, in Medina. Das heißt, und auch ich würde Sie bitten, auch viele Musliminnen und Muslime, gehen Sie nach Hause, nehmen Sie ein Koran in der Hand und schalten Sie aus die Bezeichnung, ob in Medina oder in Mekka, und lesen Sie es, und ich gehe jede Wette ein, dass die meisten nicht unterscheiden können, welche ist in Medina und welche ist in Mekka offenbart. Das ist immer der Fehler, den man macht, dann sagt, in Mekka ist es friedlich und in Medina ist es gewalttätig. Nein, das war ein Fehler, das heißt, nehmen Sie zur Kenntnis. Nein, ich schreibe im Buch ganz genau. Ich habe das Buch gelesen. Ja, es gibt die erste medinensische Phase, wo er den Juden gegenüber ein bisschen freundlich war, und genau diese Passagen. Kein Zwang in der Religion. Das war im Jahr 2 in Medina, als er in der Hochzeitsphase mit den Juden war und ihre Nähe suchte. Als die Juden seine Botschaft nicht akzeptiert haben, dann war Schluss. Und genau das ist mein Problem mit Ihnen. Darf ich mein Argument zu Ende? Bitte, aber nur das eine. Genau. Ja, bitte. Dann muss ich dazu kommen. Ja. Natürlich kam Mohammed in der ersten medinensischen Phase nicht gleich mit einer Armee dabei, sondern er kam mit 150 Migranten, die erstmal in Medina aufgenommen werden. Und die Juden, es gab 3 Stämme dort, und Mohammed wollte, dass mit ihnen natürlich, dass sie ihn unterstützen. Prinzip, nur ganz kurz. Darf ich mein Argument zu Ende führen? Ich darf kurz einhaken. Und zwar, mich würde nämlich noch etwas anderes interessieren. Und zwar ein Argument, das Sie jetzt sozusagen vorher aufs Tapet gebracht haben. Es gibt aber Gruppen, die sozusagen sich auf diese gewaltbereiten Suren berufen. Können Sie uns das erklären? Nein, Sie können nur sehr mein Argument zu Ende führen, dann können Sie das weitermachen. Ja, ich wollte das erklären. Ja. Es gibt eine erste medinensische Phase, wo er den Juden gegenüber freundlich war, als sie ihn abgelehnt haben. Da war es auch Schluss mit, es gibt keinen Zwang in der Religion. Es gab danach aber andere Passagen, die heißt, und Allah hat seine Religion der Wahrheit seinem Gesandten geschickt, damit sie über alle Religionen siegen. Das gehört zu der späteren medinensischen Phase. Und die Juden von Medina wurden entweder vertrieben oder hingerichtet, enthauptet. Dann erzählen Sie mir nichts von keinem Zwang in der Religion. Ich glaube, Sie sind, also sozusagen nicht nur ich glaube, sondern ich bin davon überzeugt, dass Sie beide sich sehr intensiv mit dem Koran beschäftigt haben. Ich glaube, wir haben aber heute sehr viele Zuhörer da, die sich nicht so intensiv beschäftigt haben und wo ich Sie ganz einfach bitte, gewisse Dinge zu erläutern. Weil da sozusagen jetzt die Unterscheidung zwischen mekkanisch und medinisch, die haben wir jetzt angetippt. Nein, aber noch nicht ganz, weil ich möchte schon festhalten, der Koran ist für die Muslime eine Einheit, der mekkanische Zeit ist verpflichtend für alle Zeiten der Muslime und ist in keinster Weise aufgehoben, weder praktisch noch theologisch noch gesellschaftlich, gestern und heute. Gut, ich würde sozusagen als nächste Frage trotzdem gern sozusagen bei dem bleiben, was ich Sie vorher gefragt habe. Ich antworte auf Ihre Frage jetzt. Bitte gerne. Natürlich gibt es Gruppierungen, die Gewalt sehen im Islam und die terroristische Aktionen betreiben. Das habe ich nicht. Ich komme selber bitte aus Damaskus, aus Syrien. Ich bin täglich in Kontakt mit Raqqa, die Hauptstadt des sogenannten unsäglichen und terroristischen IS. Das Problem ist hier heute, dass der Herr Abdussamad genau den Islam und den Koran von Brille von IS und von salafistisch-jihadistisch, der Dschihad muss man dann extra erklären,
sieht. Und hier ist das Problem, dass hier haben wir kein wissenschaftliches Buch, sondern eine Meinung einer Person, die verbreitet wird in Form eines Buches. Ich nehme es zur Kenntnis, aber es ist keine Wissenschaft. Herr Bagashati, ich muss noch einmal nachhaken, weil mich ganz einfach diese Frage interessieren würde. Warum ist das aber so? Ich sage jetzt einmal die IS-Kämpfer, aber wir hören das auch von Boko Haram. Ja, von sehr gerne. Warum ist das so, dass sozusagen die sich auf diese gewaltbereiten Verse im Koran beziehen? Und vor allem auch, was könnte man denn dagegen tun? Oder gibt es da... Ganz genau. Bitte können Sie uns das erklären. Was man dagegen tut, ist mit aller Klarheit, bedingungslos und ohne Probleme diese Leute bekämpfen. Und zwar mit allen Mitteln. Und wenn ich allen Mitteln sage, meine ich, was ich sage. Diese Leute gehören bekämpft. Und es ist nicht nur Aufgabe der Muslime, diese zu bekämpfen, weil die zuerst Muslime umbringen, aber auch viele andere Unschuldige. In diesem Sinne, wir Muslime schämen uns nicht für unsere Religion. Wir können jederzeit mit jeder Ausrichtung diskutieren. Wir haben heute keinen einzigen Gelehrten in der gesamten islamischen Welt, von Indonesien bis Mauretanien, die diese Taten auch gerechtfertigt. Allerdings, ja, und da betreibe ich sehr gerne innermuslimische Kritik. Ich brauche nicht den Herrn Abdus-Samad, um innermuslimische Kritik vorzutragen. Ja, es wurde lange geschwiegen für Ausrichtungen, die immer wieder extremistische Positionen genommen haben, zuerst in der Theorie und nachher von dieser Theorie in der Tat umgesetzt. Und hier, ja, wir Muslime sind aufgerufen, in Österreich machen wir es, ich mache meine Videobotschaften auch auf Arabisch für die gesamte Welt. Ja, Extremismus zu bekämpfen, ist eine Aufgabe der Muslime, ohne ihre Religion ändern zu müssen und ohne sich von irgendetwas zu distanzieren, Herr Hamid Abdus-Samad. Dankeschön. Dazu zu sagen haben, zu dem, was der Herr Bagashati gesagt hat. Das ist genau der Punkt, wo wir uns unterscheiden. Herr Bagashati und die Bewegung, die er vertritt und viele konservative Muslime sagen, wir müssen gar nichts an unserer Religion ändern, wir müssen nur den Leuten die wahre Religion des Islam erklären und somit können wir die Gewalt beseitigen. Das ist irreführend und das wird nie passieren, denn auch die Religion, ihre Texte, nicht nur das, sondern die Haltung gegenüber diesen Texten ist das Hauptproblem. Nicht nur das, was Mohammed vor 1400 Jahren getan oder gesagt hat, ist das Problem, sondern dass die Mehrheit der Muslime Mohammed heute im 21. Jahrhundert als religiöses, moralisches und politisches Vorbild und er selber hatte diesen Anspruch, der Koran hat auch diesen Anspruch und verlangt von Muslimen, Mohammed als Vorbild zu nehmen. Und wenn junge Muslime die Texte lesen und parallel dazu die Texte der Gewalt, insgesamt im Koran 206 Passagen, die Kriegsverherrlichen, die Ungläubige verdammen, die für Verstümmelung und Körperstrafen sind, die für den Todeskult, Märtyrerkult anstehen und kein einziges Mal für das Leben, ein Vers über das Leben selbst. Das Leben ist immer negativ besetzt im Koran. Deshalb ist es, wenn die Muslime, junge Muslime das lesen und gleichzeitig lesen sie, dass sie sich den Propheten als Vorbild nehmen, dann beginnt die Gewalt, dann beginnen die Probleme. Dann stellen sie sich fest, dass der Prophet gleichzeitig mit 9 Frauen verheiratet war. Dann stellen sie sich fest, dass er Ungläubige und enthaupten ließ. Dann stellen sie sich fest, dass er von Kriegsbeute gelebt hatte. Die Kombination macht es. Was Mohammed getan hat, was im Koran geschrieben ist und die Tatsache, dass Muslime nach wie vor auf seine Unantastbarkeit beharren. Und mein Buch ist ein Versuch, diese Unantastbarkeit anzugreifen. Es ist längst überfällig. Herr Bagashati, ich gebe Ihnen später die Möglichkeit zu antworten. Herr Abdel Samad, ich habe aber an Sie noch eine Frage. Beobachter gehen ja aber davon aus, dass wir es, wenn es jetzt um den IS geht, aber auch Boko Haram oder die Taliban in Afghanistan, nicht
Jedenfalls nicht nur, wenn überhaupt von einer religiösen, von einem religiösen Phänomen sprechen können, da geht es auch um Politik und um sozioökonomische Bedingungen. Also dass man sozusagen das nicht so eindimensional sagen kann, sondern dass man da auch berücksichtigen muss, dass ja sozusagen im Nahen Osten in den letzten Jahrzehnten da sehr viel auch schiefgegangen ist, im Mittleren Osten auch. Dass natürlich sozusagen die Lebensverhältnisse der Muslime dort teilweise wirklich prekär sind und dass das alles auch dazu beigetragen hat, dass wir solche Situationen vorfinden, wie eben jetzt in Syrien, im Irak. Was sagen Sie dazu? Können Sie das sozusagen aus Ihrer Sicht beleuchten? Ich bin in erster Linie Politologe und natürlich jedes Phänomen hat mehrere Gründe und diese Gründe führen dazu, dass zu einem Radikalisierungsprozess und zu Gewalt. Aber jeder Gewalt, wenn er in Gruppen stattfindet, braucht eine Ideologie. Natürlich gab es auch in Deutschland nach der Wirtschaftskrise von 1929 auch Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise und Jugend, die frustriert war. Aber es war die Ideologie des Nationalsozialismus, die diese Misere über Europa gebracht hat und nicht nur Armut und nicht Wirtschaftskrise, denn die Wirtschaftskrise gab es auch anderswo in Europa. Auch Armut gibt es überall in Südamerika und in Asien. Warum sind das nur Muslime, die Menschen enthaupten? Da sollte man sich fragen, weil Mohammed Menschen enthaupten ließ. Das ist einfach der Grund. Und es stimmt nicht, dass nur Armut die Menschen in den Terrorismus treibt. Schauen wir mal, woher die meisten Terroristen kommen. Die meisten Terroristen kommen aus Saudi-Arabien, aus Tunesien, da wo aus der Mittelschicht von Tunesien und aus Marokko und aus Deutschland und Österreich, wo keine Kriege und kein Elend gibt. Das ist und wir werden unter den Terroristen eine Mischung finden. Es gibt auch Arme, es gibt Ungebildete, aber es gibt auch Leute, die Universitätsprofessoren sind. Der Gründer des IS ist ein promovierter Islamwissenschaftler. Dann können Sie nicht kommen und sagen, Sie haben von Islam keine Ahnung. Sie haben mehr Islam, vom Islam Sie mehr Ahnung als Sie, Herr Bagajar. Nächste Frage aufgelegt, das frage ich Sie noch. Ich habe Sie im Blick. Und zwar, ich wollte Sie fragen, weil Sie das jetzt angesprochen haben, von wegen jungen Menschen, die aus Deutschland und Österreich eben zu IS gehen. Da frage ich Sie, aber ist das nicht unsere Schuld, also die Schuld Mitteleuropas, dass wir diese Leute nicht genug integrieren? Oder meinen Sie, dass es sozusagen das Elternhaus ist, das schuld ist? Wie sehen Sie das? Es wäre unsere Schuld, wenn auch junge Vietnamesen nach Vietnam gehen und Bombenanschläge veranstalten, junge Ukrainer in die Ukraine gehen und dort Menschen enthaupten. Es sind nur Muslime. Deshalb, natürlich kann man über Integration sprechen. Natürlich kann man über Diskriminierung sprechen. Das sind aber Phänomene, die nicht automatisch zum Terrorismus führen. Die führen zu Desintegration. Das ist eine völlig andere Geschichte. Es gibt nicht nur Muslime als Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich und Deutschland. Es gibt eine Menge Vietnamesen, Afrikaner, die sogar mehr Diskriminierung ausgesetzt sind, die auch nicht auffallen auf der Straße, gewalttätig und so weiter. Und trotzdem werden sie diskriminiert und trotzdem wird aus ihnen nicht Terrorismus. Es ist die Ideologie. Und solange wir die Krankheit nicht richtig benennen, solange wir nicht die richtige Diagnose machen, dann drehen wir uns darum, dann verflüchtigen wir uns und verstecken wir uns hinter apologetischen Aussagen wie die von Herr Bagajati und kommen nicht weiter. Nein, wenn wir sagen, der IS habe mit dem Islam nichts zu tun, dann ist das nicht nur falsch und irreführend, sondern gefährlich. Denn das würde bedeuten, wir können den Islam so weiter wie bisher an Schulen unterrichten, genau die gleichen Passagen aus dem Koran so beleuchten, genauso wie die Biografie des Propheten kritiklos weiter unterrichten und das züchtet neue Terroristen. So, Herr Bagajati, da hat es jetzt einige Antworten gegeben, von denen ich glaube, dass Sie da eine andere Sicht darauf haben. Bitte sehr. Das Leben im Islam ist das höchste Wert des Islam und der Religionen ist das Leben. In Maqasid des Scharia, also die Ziele der Religion, ist ein Nefes, das Leben, ganz oben geschrieben.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. Nicht töten die das Leben. Und das ist sehr wichtig festzuhalten, dass hier wir Sachen hören, die im Islam sich nicht wiederfinden. Und da brauchen wir selbstverständlich innermuslimische Aufklärung, auch für die jungen Leute, die extremistischen Weg nehmen. Auch Sicherheitsmaßnahmen gegen irgendwelche sogenannte Imame, die eine falsche Lehre da verbreiten. Nur es gibt Versuche, eine innermuslimische Aufklärung muss von innen kommen, von den Muslimen kommen, was wir auch durchgehend eigentlich betreiben und nachweislich vorlegen. Was das Buch da betrifft, ist keine innermuslimische Aufklärungsarbeit, sondern eine außermuslimische Verwirrung und Desinformation. Das ist mein Problem mit diesem Buch. Und das Buch hat eine einzige richtige Sache, ist es, dass das heißt Abrechnung. Eine Person, die sich abrechnet mit einer anderen Person und sagt, es ist im Islam unantastbar. Auch das stimmt nicht. Sie meinen, Herr Abdussamad, dass Sie öfter Islamunterricht als junger Mann besucht haben. Ich bin etwas ein paar Jahre älter als Sie, aber es wird in der gleichen Epoche sein, 70er und 80er Jahre, wo wir gemeinsam in den Moscheen, Sie in Ägypten, ich in Syrien gegangen sind. In jeder zehnjährigen Kind weiß von allfälligen persönlichen Schwächen des Propheten. Es wurde im Islam, sogar im Koran festgehalten, dass hier sehr viele Schwächen als Person auch gegeben hat. Zum und Beispiel? Er, Wadduha, dass Allah hat dir geholfen, du warst unwissend, Allah hat dir Wissen gebracht, du warst schwach, Allah hat dich gestärkt. Andere Sachen, zum Beispiel, die auch banale Geschichten, zum Beispiel der Prophet hat einmal eine falsche Empfehlung bezüglich Dattelwirtschaft gemacht. Die Leute haben ihn gefragt, Prophet, ist das Wort Gottes oder ist es deine Meinung? Er hat gesagt, nein, das ist meine Meinung. Und dann hat er gesagt, haben die gesagt, das ist falsch. Das heißt, der Islam lehrt uns ja, den Propheten und diese Gestalt als Mensch zu sehen. Und das ist eigentlich die Sache, die am meisten faszinierend ist in unserer Religion. Und hier ist die Unantastbarkeit eigentlich schon immer gegeben, dass der Mensch, der Prophet, ist ein Mensch wie du und ich mit einer göttlichen Botschaft, die ja, ich habe nicht gesagt, IS hat mit dem Islam nichts zu tun. Ich habe gesagt, dieser Irreweg, der sich auf dem Islam beruft, ist ein falscher Weg und wir Muslime können das begegnen, theologisch, argumentativ und auch wissenschaftlich. Dafür brauche ich keine Abrechnung mit meinem Prophet. Allerdings, sehr wohl kann man über alles diskutieren. Wir reden zum Beispiel über die Sira, über Geschichtsschreibung des Propheten. Die wurde in der Tat 200 Jahre nach dem Prophet geschrieben. Selbstverständlich gibt es jede Menge in Hülle und Fülle von Sachen, die hinterfragbar sind und auch widerlegbar sind. Und die Sira, also Geschichte des Propheten, bildet auch nicht eine theologische Quelle für Entnahme von Regeln. Und in diesem Sinne ist es sehr wichtig, das immer wieder zu betonen, dass hier der Versuch unternommen wird von unserem Autor heute, falsche Tatsachen als Gegebenheiten zu geben und drauf zu bauen. Das ist wie ein Haus ohne Fundamente, was dieses Buch betrifft. Also falsche Tatsachen kann es gar nicht geben. Eine Nachfrage habe ich noch zu dem, was Sie gesagt haben. Und zwar, Sie sagen eben, dass innerislamischer Dialog wichtig ist. Man hat das Gefühl, dass der aber sozusagen sehr dringend notwendig ist, im Sinne von, dass die Probleme immer mehr werden. Was sagen Sie dazu? Also im Sinne von, wie kann man das lösen? Ich glaube, dass es in Österreich Bestrebungen gibt von den Muslimen, dass man mit den Jugendlichen arbeitet und so weiter und so fort. Ja. Aber nehmen wir wieder sozusagen die fundamentalistischen Gruppen her. Da würden wir rasch eine Lösung brauchen.
Wie können wir das angehen? Mehrere Ebenen. Das erste Ebene ist Mut der Auseinandersetzung und keine Angst zu haben, halbherzig mit solchen Ideologien umzugehen. Da muss man stark und klar und eindeutig Klartext reden, dass jegliche Gewaltverherrlichung, jegliche Rechtfertigung von Töten von Menschen ist islamisch gesehen verpönt und jeder, der das nicht sagt, hat nicht nur von uns als ein fehlerhaften Verhalten zu sehen, sondern mit aller Klarheit klar und deutlich verurteilen und von ihm loslassen. Wir als Muslime müssen uns loslassen, und das machen wir, von jeglichem gewaltverherrlichende Ideologie, die sich gegebenenfalls auf dem Islam einberuft. Und hier gibt es Mengen, und da der Herr Hamid Abdussamad Arabisch kann Dutzende bis Hunderte Gelehrten, die tagtäglich diesen friedlichen Weg predigen und nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten das verbreiten. Und wir haben es auch mit Erfolg gemacht, dass viele Leute, die ansonsten auch kämpferisch sein wollten, aufgefangen wurden. Sie wurden durch unsere Arbeit, durch richtige islamische Aufklärung aufgefangen und nicht durch solche Bücher. Solche Bücher machen genau den gleichen Fehler der Extremisten, der IS und der extremistisch-salafistische Richtung. Herr Abdel Samad, jetzt ist es an Ihnen, sozusagen Ihre Sicht der Dinge darzulegen. Wäre nicht ein innermuslimischer Dialog angebracht, oder glauben Sie, dass das nicht ausreichend ist? Also unter Ehrlichkeit in Selbstkritik verstehe ich ganz was anders. Mhm. Ehrlichkeit würde bedeuten, ich würde die Quelle des Hasses erkennen und thematisieren. Und die Quelle des Hasses ist in den religiösen Texten, die unumstritten sind für alle Muslime. Wie ich bereits gesagt habe, es gibt 206 Gewaltpassagen im Koran. Und es gibt mehrere hunderte von Hadithen, von Aussagen von Mohammed, außer koranischen Aussagen, die das bestätigen. Und der Werdegang des Propheten selbst bezeugt von einer Radikalisierung, von einer Gewalt. Der Islam als eine Religion ist nicht gekommen, um Teil von Österreich zu werden. Der Islam ist geboren, um über die Welt zu herrschen. Als letzte Botschaft, dieser Anspruch, Muslime müssen lossagen von diesem Anspruch, die letzte Botschaft Gottes empfangen zu haben und damit auch einen politischen Auftrag mit sich aufgenommen zu haben. Das sind die Probleme. Aber wer soll das konkret sein? Jetzt wissen wir gerade im sunnitischen Islam, dass es da ja nichts Vergleichbares gibt, wie ich sage einmal, mit dem katholischen Papst. Also welches Organ, von wem würden Sie denn das fordern, dass diese Person sagt, nein, also sozusagen, wir wollen Österreich nicht, ich sage einmal, erobern unter Anführungszeichen, sondern wir wollen hier als normale Bürger leben und uns sozusagen integrieren. Wer soll das sein? Wer könnte das sein? Es gibt zumindest im sunnitischen Islam keine zentrale Organisation. Es gibt zwar die Al-Azhar-Universität als ein theologisches Zentrum, aber das ist was anders als Vatikan. Genau. Ich habe mir erhofft, dass mindestens von muslimischen Intellektuellen im Westen, die in Frieden und Wohlstand leben oder aufgewachsen sind, dass sie den Mut haben, diesen Schritt zu gehen. Aber im Gegenteil, ich sehe mehr Apologetik von muslimischer Seite in Europa. Ich sehe mehr Mut von Muslimen in Ägypten und in Libanon und in Marokko, die unter Einsatz ihres Lebens versuchen, diese Texte anzugreifen, diese Interpretationen zu verändern, und sie gehen ins Gefängnis und wir sitzen hier in Frieden im Elfenbeinturm der Migration, der Diaspora und behaupten, Islam ist die Religion des Friedens. Es kann niemals Reform geben durch Beschönigung und indem wir die Probleme unter den Teppich kehren. Der Islam hat
ernsthafte Probleme mit sich selbst und die muslimische Diaspora hat sich sehr lange damit beschäftigt, das Image des Islam aufzupolieren, statt die Krankheiten des Islam zu diagnostizieren und zu heilen. Herr Bagashati, stimmt das? Es ist sehr wichtig, jetzt zu beantworten, damit wir im Dialog wirklich kommen. Der Herr Abdussamad sagt, im Koran, im Islam ist es Absolutheitsanspruch. Aber der Koran sagt, wir haben ja euch von mehreren Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Der Islam sagt und der Koran sagt, wetteifert in den guten Taten. Der Islam sagt und der Koran sagt, ihr werdet, also du Prophet, die Person von ihrem Sira, von ihrem Buch, du Prophet, auch dann, wenn du es wolltest, wirst du nicht die gesamte Welt muslimisch machen können und auch nicht sollen. Das heißt, Pluralismus im Islam, dass die eine Meinung und die andere gibt, die an Islam glauben, die an Islam auch nicht glauben, andere Religionen, andere Ansichten, ist gegeben im Islam. Und hier ist es auch gefährliche Aussagen, wenn Sie, Herr Hamid Abdussamad, herkommen und sagen, der Islam ist nicht gekommen, um in Österreich zu leben, als Bürger. Selbstverständlich sind wir hier als Bürger dieses Landes. Wie alles Mensch, mit, ja, aber nicht mit der Islam. Als Muslime und der Islam als eine anerkannte Religion dieses Staates und als Körperschaft des öffentlichen Rechtes, jawohl, wir sind Bürger dieses Landes mit allen Pflichten und auch Rechten. Und zwar ohne Abstriche, das ist wirklich zu sagen. Und es gibt keinerlei Inkompatibilität oder Widersprüche zwischen Muslim sein und Europäer sein. Darf ich dann nur zu diesem Punkt, damit wir nicht immer sprengen, es ist selbstverständlich, dass es überhaupt keinen Widerspruch gibt zwischen Muslim sein und österreichisch sein. Ich kenne viele muslimische Österreicher, die anständige Bürger sind, die Europäer sind, und wir sollten diese Selbstverständlichkeit nicht immer wieder diskutieren. Mein Problem, wenn ich sage, Islam und Demokratie sind nicht miteinander vereinbar, dann verunglimpfe ich nicht diese muslimischen Europäer, die es gibt, die ja natürlich viele andere Identitätsschichten neben dem Islam auch zugelassen haben. Sie sind Menschen in allererster Linie. Sie sind in der Zivilisation herangewachsen. Sie sind pragmatisch. Sie sind menschlich. Sie haben auch christliche und atheistische Freunde. Das ist ganz was anderes. Aber der Islam an sich und die Scharia, die sie auch oft in den Mund nehmen, die sind nicht gekommen, um Teil einer anderen Weltordnung oder Gesellschaftsordnung zu sein. Der Islam und die Scharia sind gekommen mit dem Anspruch, dass Gott der Gesetzgeber ist und nicht der Mensch. Allein das disqualifiziert diese Aussage, dass der Islam Teil von Deutschland oder von Österreich ist. Muslime können bestimmte Teile ihrer Religion, und hier kommen wir zur Sache. Der Islam besteht aus mehreren Aspekten und Teilen. Der Islam hat eine spirituelle Seite, die ich persönlich sehr angenehm finde. Und ich beobachte das bei vielen meiner, meine gesamte Familie ist gläubig. Mein Bekannteskreis, Freundeskreis in Ägypten und in Deutschland sind Muslime, auch zum Teil gläubige Muslime. An sich, die Spiritualität des Islam ist nicht das Problem. An sich ist die Soziallehre des Islam ist nicht das Problem. Das ist sogar etwas, was wichtig ist für die Gesellschaft. Aber der Islam hat eine juristische, politische Seite, die extrem veraltet ist, die die Welt in Gläubige und Ungläubige aufteilt, die Muslime mit Hass einimpft gegen Ungläubige, die Welt erobern will, die gekommen ist, um die Welt zu beherrschen. Und Muslime müssen sich von dieser Seite trennen, um ihre Spiritualität zu retten, um ihre Religion zu retten. Erst dann kann dieser... So, Herr Bagashati, jetzt sind tatsächlich Sie am Wort. Ich glaube, obwohl ich mit dem Buch jetzt nicht einverstanden bin, aber genau diese Sätze kann ich einen Teil davon schon abgewinnen und kann ich auch jetzt mitteilen. Zum Beispiel vorgestern ist mein erstes Buch auf Arabisch rausgekommen
aus dem Libanon und heißt Islam bila Aswar, Islam ohne Fesseln und ohne Gedankenfreiheit im Islam. Genau in diesem Buch, in meinem Buch, wo anders nicht jemanden bedienen will, sondern eine innermuslimische Aufklärung betreibe, habe ich entschieden, die erste Ausgabe auf Arabisch zu publizieren, damit es ganz klar einen innermuslimischen Diskurs gibt. Und hier gibt es drinnen genau die theologische Abhandlung, warum Demokratie und Islam kompatibel sind. Warum wir als Muslime auch einiges Kritisches, was die Bücher zum Beispiel der Sira, das Leben des Propheten, hinterleuchten sollen. Wieso, wie können wir auch mit dem Hadith neuen Umgang betreiben und wie können wir auch mit vielen Texten im Koran auch umgehen. Das heißt vom Prinzip her, ja, der Koran ist aus muslimischer Sicht das ewige Wort Gottes. Noch lange ist es nicht für alle geklärt und noch lange ist es nicht für alle erklärt. Und hier ist es sehr wichtig, weiter zu forschen, weiter zu arbeiten, dran zu bleiben. Und da ist es sehr viel getan. Und hier aber noch einmal der Islam. Dies ist eine sehr gefährliche Aussage, Herr Abdussamad. Wenn Sie sagen, der Islam ist nicht ein Teil Österreich, habe ich ein großes Problem damit. Wenn Sie hier in einem intellektuellen Forum das sagen oder in der Universität, mag das unter Meinungsfreiheit laufen oder auch Sachen in Ihrem Buch, die nichts mit der Wissenschaft zu tun haben, wie der Prophet Mohammed und der 40.000 Räuber oder der Vergleich Islam als Weltreligion mit der Mafia. Solche Sachen, wenn Sie bei Alternative für Deutschland das verbreiten, wenn Sie eingeladen werden, jeden zweiten Tag. Ich glaube, das verstehen jetzt unsere Zuhörer nicht, was Alternative für Deutschland ist. Nur ganz kurz. Was ist für Sie wichtig dabei? Wie suchen Sie sozusagen diese Foren aus? Ich bin ein Schriftsteller. Ja. Ich lebe von der Meinungsfreiheit. Ja. Und ich bestimme, wo ich auftrete und wo ich nicht auftrete. Und nicht Herr Bagajati. Herr Bagajati sagt, ich kann nur an einer Universität das sagen. Aber Sie haben gesagt, Sie können das. Problematisch finde ich, das ist meine Meinung. Ja. Ich kenne, wissen Sie, diese Nazi-Keule funktioniert bei vielen Deutschen und vielen Österreichern leider immer noch, aber bei mir zieht diese Masche nicht mehr. Gut, ich der Punkt. Herr Bagajati. Ich muss das Argument zu Ende bringen. Wissen Sie, es wird sehr oft als eine moralische Erpressung von muslimischer Seite kommen. Haben Sie nicht Angst, Herr Abdussamad, dass Ihre Kritik am Islam vom rechten Rand missbraucht werden und zu Gewalt führt? Es sind die gleichen Leute wie Sie, die, wenn IS tötet, immer sagen, der Koran wurde von IS missbraucht. Wenn Gott, Allah der Allmächtige, sein eigenes Buch vor Missbrauch nicht schützen kann, wie kann ich, Sterbliche, mein normales Buch vor Missbrauch schützen? Das Argument lasse ich nicht. Ich bringe den Gedanken zu Ihnen. Ja. Hören Sie zu, mir ist nie bekannt, dass irgendjemand mein Buch zitiert hatte und einen Menschen dabei enthauptet. So. Das geschieht jeden Tag mit dem Koran. Und Sie kommen hierher und meinen, mein Buch ist das Problem? Nein. Kommen Sie. Nein. Herr Bagajati, aber da war etwas Spannendes dabei. Wie schaut es aus mit der Meinungsfreiheit? Genau. Deswegen habe ich nicht gesagt, bitte, Hamid, ich habe nicht gesagt, du darfst da oder hier nicht auftreten. Das habe ich nicht gesagt. Das ist deine absolute Freiheit. Mach, was immer du willst. Ich habe gesagt, in politischem Diskurs und in einer Zeit, wo Diskriminierung gegen Minderheiten, insbesondere auch was Islamfeindlichkeit betrifft, durchaus vorhanden ist. Wir sind in dieser schönen Stadt, wo wir auch eine Verurteilung einmal gehabt haben, von der Frau Susanne Winter 2007, als sie den Prophet
beschimpft hat in einer Wahlveranstaltung. Wenn politische Debatten da stattfinden, von einer Richtung, die ausdrücklich und klar islamfeindlich in, ich will es nicht, schauen Sie, ich möchte nur sagen, und das ist ein Diskurs und weder ein Befehl noch ein Verbot, sondern wenn eine politically incorrect, das ist eine rassistische, schreckliche, islamfeindliche Seite, mich loben würde, würde ich mich nur fragen, was kann da falsch sein, was ich gemacht habe. Es ist keine Keule, ich bin nur ganz kurz, ja, dass ich... Herr Banger, entschuldigen Sie bitte. Na, bitte. Ich muss etwas sagen jetzt. Glauben Sie, dass ich Angst haben sollte vor Menschen, die mich lieben? Wissen Sie, warum ich über 12 Polizisten hier im Raum habe? Weil Ihre Glaubensbrüder mich umbringen wollen. Und Sie kommen Sie mit dem Ding da. Herr Bagashati. Schauen Sie, ich habe es... Das letzte Problem. Ich habe es mehrmals vor laufender Kamera und ich wiederhole es. Ich verurteile nicht nur irgendwelche Tötungs- oder Drohungen. Ich verurteile jede aggressive Handlung gegen ihre Person. In dieser Richtung stehe ich und da bin ich bei Meinungsfreiheit. Voll und uneingeschränkt hinter Meinungsfreiheit in Europa. Und das ist auch zu verlangen für die islamische Welt, die für sehr lange Zeit unter Diktaturen gelebt hat. Die wenigsten waren islamisch, mit Islam begründet. Viele andere waren auch säkular. Diktaturen, Meinungsunterdrückung, Unterdrückung von Menschen, Tötungsmechanismen sind ohne Wenn und Aber zu verurteilen. Daher habe ich keine Angst und umgekehrt sage ich jedem Muslim, der einen Drohbrief oder auch immer gegen eine Person schreibt, dass er mit diesem Tat den Prophet Muhammad aufs Schlimmste beleidigt. Warum? Und an den Koran nicht richtig glauben kann. Der Koran sagte, innaka fainaka al-mustahzi'in. Wir haben dich von den Leuten, die dich lächerlich machen wollen, geschützt. Wir haben A'rid anil jahilin, geh weg von den Unwissenden und mach deinen Weg weiter. Das heißt, jemand, der an Koran wirklich glaubt, kann keinen Drohbrief schreiben und kann niemanden auch drohen. Und jemand, der die Biografie des Propheten genau liest und die frühislamische Literatur, die anerkannt ist, die in vielen Moscheen auch in Österreich unterrichtet werden, liest, dass der Prophet auch seine Kritiker töten ließ, nur weil sie ihn durch Gedichte kritisiert haben. Und da beginnt mein Problem mit Ihnen, Herr Bagashati. Sie drehen sich immer in diesem Kreis, den Islam einen Persilschein zu erstellen. Von allen Schuld frei zu sprechen. Der Islam ist perfekt, das Problem ist nicht der Islam an sich. Das Problem des Islam ist kein Imageproblem. Beschäftigen Sie sich nicht so sehr, was Nicht-Muslime über den Islam sagen. Der Islam hat ein Problem mit sich selbst. Der Islam trägt seine Krankheit in seinem Herzen. Das Problem des Islam sind seine Haltung zu den eigenen Texten, dass er sie nicht relativieren kann. Und sie unterstützen die Fundamentalisten, indem sie auf dieser Unantastbarkeit des Koran, solange wir davon ausgehen, dass alles von Gott wörtlich offenbart wurde und verändert war, dann können wir diese Texte nicht historisch kritisch betrachten. Wer sind Sie, um Gottes Wort für uns im 21. Jahrhundert zu erklären? Gott hat schon gesprochen und da beginnt das Problem. Ja, eine kurze Nachfrage noch dazu. Es gibt auch sozusagen zum Beispiel in katholischen oder evangelischen Kreisen Menschen, die sich verletzt fühlen, wenn man über ihre Religion Scherze macht. Also das heißt, das ist ein Phänomen, das man in allen Religionen findet, hier in Mitteleuropa, sage ich jetzt einmal. Wo sind denn für Sie die Grenzen? Also wie weit darf denn dieser, also sozusagen etwas gehen und ab wann muss man dieses Verletzen von religiösen Gefühlen ernst nehmen? Gefühle sind keine Kategorie, die man erfassen kann. Man kann in Tränen ausbrechen über die
alles Mögliche. Und ich kann nicht irgendwie immer hervorsehen, ah, ich muss da aufpassen. Gerade Künstler und Autoren sollten sich von diesem Gedanken befreien, was könnte diese Gruppe verletzen, wenn ich jetzt zu McDonald's gehe, da können auch die Hindus traurig sein, weil ich ihre Kühe esse. Es gibt keine Grenzen dafür. Die Grenzen kann der Gläubige für sich, genauso wie die Österreicher und die Deutschen und die Christen gelernt haben. Wenn sie eine Satire über Jesus sehen, dann sagen sie, das ist nicht mein Jesus. Ich habe meinen Jesus in meinem Herzen und das war's. Aber wenn, und das ist ein Modell, das ich auch vorschlage, dass Muslime langsam lernen, und das haben viele gelernt, das muss man auch dazu sagen, dass sie nicht gleich ausflippen, wenn der Prophet nackt gezeichnet wird oder in einem Film gezeigt wird. Sie haben gerade hier diese Karikatur von Charlie Hebdo. Wir dürfen nicht über verletzte Gefühle sprechen und dabei vergessen, was diese Religion angerichtet hat. Haben Jesiden keine Gefühle? Haben die Familien von den Redakteuren von Charlie Hebdo, Redakteuren und Zeichner in Paris, keine Gefühle? Das sind Menschen, die gestorben sind, weil sie einen Mann gezeichnet haben, der vor 1400 Jahren gestorben ist. Das ist das eigentliche Skandal. Nicht, dass sie gezeichnet haben, sondern dass sie ihr Leben dafür lassen. Ich bitte jetzt noch beide Herren um ein Schlusswort. Und dann wollen wir Ihnen nämlich die Möglichkeit geben, mit dem Auto selber sozusagen zu reden. Wie wir gesagt haben, da vorne gibt es einen Büchertisch, Sie können dann die Bücher auch signieren lassen. Differenzieren und noch einmal differenzieren. Es ist sehr wichtig, in diesem Diskurs nicht eine Meinung zu hören, eine von Hamd Abdussamad oder eine von Herrn Barajati, sondern hören Sie sich alles an. Nehmen Sie auf Sie zu, auch andere Biografien zu nehmen. Ich kann Ihnen auch empfehlen, die Biografie von Maulana Wahiduddin Khan, ein indischer Intellektueller, Prophet of Peace, Muhammad, der Gesandte des Friedens. Und es gibt viele andere Biografien. Wünsche ich mir, dass hier eine große Differenzierung aufgebaut wird. Gleichzeitig bitte nehmen Sie von keinem Autor nicht einen Angriff gegen Hamid heute. Alles, was er sagt, ausgegeben. Forschen Sie weiter, schauen Sie das an, und sehr viele fangen an, und ich habe viele Leute kennengelernt, fangen an, den Islam kennenzulernen durch diese Bücher, weil diese Bücher geben Ihnen diesen Appetit, um wirklich weiter anzuschauen, mit Muslimen in Kontakt zu kommen. Wir sind da, falls Sie etwas brauchen, und wir wünschen, dass hier wir nicht nur Dialog betreiben, sondern Kooperation, nicht nur nebeneinander leben, sondern miteinander und füreinander, und einen wunderschönen Abend. Dann nehme ich auch gerne einen Satz auf und baue darauf. Nehmen Sie nicht alles, was ich im Buch geschrieben habe, für bare Münze, und forschen Sie weiter. Man kann kritisieren, man kann darauf weiterhin, lesen Sie das Buch, lesen Sie den Koran nebenbei, wenn Sie viel Geduld mit aufbringen können, und vergleichen Sie das, was Sie sehen, mit der Geschichte, die Sie kennen. Sie können auch Geschichtsbücher auch noch dazu lesen. Und das Wichtigste für mich am Ende ist zu sagen, immer zwischen Ideologie und Menschen unterscheiden. Nicht jeder Moslem ist automatisch ein Koran auf zwei Beinen. Auch nicht jeder gläubige Moslem ist automatisch anfällig für Gewalt. Auch viele gläubige Muslime
haben es längst gelernt, die politisch-juristische Seite ihrer Religion zu neutralisieren, zu Hause zu lassen und in der Gesellschaft nur mit der spirituellen, sozialen Seite. Vielleicht kann man sogar von dieser spirituellen und sozialen Seite auch etwas abgewinnen. Nichts ist unantastbar außer die Würde des Menschen. Punkt. Ich danke Ihnen herzlich.